Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier auf unserem Kanal zu einer neuen Map-Vorstellung. Ja, heute geht es um die Crooked Hills, eine Karte, die sehr viel mit Wald zu tun hat. Und ja, ich würde sagen, wir starten hier mal direkt am Händler. Und der Händler ist immer ein gutes Stichwort, um mal zu gucken, was wir alles haben. Wir haben hier auf jeden Fall einen Steier. Einen Rostelmesh. Unseren berühmten Pickup. Einen Anhänger. Schneidwerk, ja, ein Pflug. Einen Grubber. Kleine Sämaschine und natürlich auch ein Gewicht. So, aber mehr verrate ich euch noch nicht, denn da habe ich nachher noch was ganz Spannendes gefunden. Erstmal, ja, was haben wir hier überhaupt? Wir haben hier so ein, ich sag mal, ein kleines Dorf. Wir haben hier eine kleine Tankstelle. Hier gibt es eine Verkaufsstation, das ist der Hofladen hier. So, da gibt es hier ein Sägewerk. Und hier gibt es den Tierhändler. Ja. Ich sag mal, so erstmal nichts Spektakuläres. Dann gibt es hier eine Hauptstraße, die geht einmal darunter, einmal darunter und dann geht sie hier einmal komplett rechts um die Ecke und dann geht sie erstmal kilometerweit da geradeaus. Ja, dann gucken wir uns das mal von hier an. Hier haben wir noch 1, 2, 3 Felder, Wiese. Oh, und dann haben wir hier jede Menge Bäume. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal auf der PDA an. Dann schaut das so aus. Also einmal Hauptgerade, da an der Gerade. Am Ende haben wir einen kleinen Bereich, der ist vorbereitet, sag ich mal. Da kann man ein bisschen was hinbauen, wenn man will. Hier unten, jo, da gibt es eine kleine Baustelle. Da sehen wir auch unsere Fahrzeuge. Hier gibt es noch ein bisschen paar Straßen in die Wälder rein. Das machen wir jetzt auch mal. Wir folgen jetzt mal hier der Straße. Also bis jetzt noch nichts Spektakuläres. So, wir nehmen jetzt mal hier einfach den Weg. So ist es auf jeden Fall witzig gemacht hier mit den Wegen. Und wenn man jetzt dem ganzen Weg hier mal so ein bisschen folgt, dann landen wir gleich in einer Sackgasse. So, und zwar hier am schönen Wasser. Das sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Wenn man sich das Ganze mal hier so anguckt, ist es auf jeden Fall sehr schön gestaltet. Hier gibt es noch so eine kleine Brücke über das Wasser. Und hier hat sich irgendwie scheinbar ein Trigger-Symbol verabschiedet. Aber das ist ganz witzig. Denn wenn man nämlich mal hier guckt, dann würde ich sagen, sind die ganzen Fahrzeuge mitten im See versenkt worden. So. Also,
Erstmal kannst du die ganzen Fahrzeuge hier aus dem See fischen, zu dem Trigger, zur Werkstatt, der da vorne unter Wasser ist. Ja, also das lassen wir mal so dahingestellt. Diesen Zaun, den kenne ich irgendwo aus einer anderen Map. Und wenn man sich nämlich mal die PDA anguckt und kaufen will, dieses Raster hier, das kennen wir, glaube ich, irgendwo her. Jedenfalls so ähnlich. Der Bereich hier in der Mitte, der gehört euch schon mal. Also da, wo jetzt hier die Fahrzeuge sind, hätte ich gesagt. Und noch witziger, oder eigentlich eher sogar traurig, ist das hier. Ja, also wenn man jetzt mal überlegt, wo das hier ist. Tief unten im Wasser drinne hat sich der Pickup versenkt. Ja, also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder was ihr dazu meint. Landschaftlich hätte ich gesagt, schön. Aber bei dem allem Restlichen, da ist definitiv noch Handlungsbedarf. Hier drüben gibt es dann noch einen kleinen Sumpf. Den zeige ich euch auch nochmal, bevor wir dann in die Lok nochmal reinschauen. Und ich denke, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, also hier haben wir den Sumpf. Ist auch recht witzig gemacht, finde ich. Gucken wir nochmal schnell in die Lok rein hier, was da drin steht. Uiuiui, alles klar. Da fehlen die Einträge in das Store Item XML. Alles klar. Gut, aber das sind Einträge, die kann man schnell erledigen, wenn man dann weiß, wo sie hingehören. So, dann haben wir hier noch, die Collectibles XML, die fehlt scheinbar. Und da geht das Ganze noch heiliges Kanonenrohr. Gasstation XML, Silo Master. Ah, naja, da kann er alles nicht öffnen. Okay, also da liegt noch ein bisschen was im Argen. Okay, das haben wir eben schon gesehen. Also, da sieht man, hier ist definitiv noch Handlungsbedarf gegeben. Ja, in diesem Sinne möchte ich auch gar nicht lange drum rumreden. Schreibt gerne was in die Kommentare, lasst ein Däumchen da und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.